So, hallo zusammen, hier ist wieder Andy vom eKiwi-Blog. Ich hatte ja schon im letzten Video davon berichtet, dass ich den O2 My Prepaid Max-Tarif testen möchte. 999 GB Datenvolumen im Monat ohne richtige Drosselung, weil die Drosselung danach nach den 999 GB nur auf 50 Mbit ja gedrosselt wird. Und das Ganze für 70 Euro alle 4 Wochen. Ich habe mir gedacht, nimmst du so eine Prepaid-Karte von O2 einfach mal mit im Laden und dann kannst du sicherlich zu diesem Tarif jetzt hier hinwechseln. Hat in der Praxis nicht funktioniert. Siehe mein anderes Video, was ich zu dem Thema gemacht hatte. Nein, man muss das, wenn man den Tarif nutzen möchte, sich hier online dieses Paket hier bestellen. Und das habe ich dann gemacht, kam jetzt auch an. Ich habe das Ganze mal ausprobiert, angetestet und ja, das schauen wir uns einfach mal an in diesem Video. Knappe 2 Tage hat es gedauert, dann hatte ich dieses Päckchen hier im Briefkasten. Hätte eher einen Brief erwartet, nicht so ein kleines Päckchen, aber gut. Packen wir das Ganze mal aus und schauen mal, was da drin ist. Wie erwartet ist da gar nicht so viel drin. Ein Lieferschein und dann eben die SIM-Karte hier in diesem kleinen Heftchen. Da sind auf der Rückseite noch so ein paar Informationen und ja, Werbung auf der Vorderseite. Machen wir das auch mal auf und schauen mal, was da drin ist. Im Prinzip genauso wie ich das von der anderen Prepaid-Karte kannte, so ein paar Instruktionen, wie man die SIM-Karte aktiviert bekommt, einlegen, aktivieren, dann die Identifikation, die man dann vornehmen muss, so ein paar allgemeine Tarifinfos, gibt es hier noch einen Hinweis auf die App und solche Sachen. Und dann natürlich das Wichtigste hier unten, die SIM-Karte. Die SIM-Karte kommt ja klassisch in den 3 Varianten, Mini, Mikro und die normale SIM. Und dann legen wir die als erstes mal ein. Und dann werden wir uns mal um die Aktivierung kümmern. So, funktioniert auch. PIN eingeben und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Bevor wir jetzt hier aktivieren und uns registrieren, noch ein paar Tarifinfos. 999 GB für 70 Euro alle 4 Wochen. Hier mal der Vergleich zum kleineren Prepaid-Paket. Man sieht, kleine Verpackung, kleine Flatrate, große Verpackung, große Flatrate. Wir haben 225 Megabit im Download, 50 im Upload und nach Verbrauch des Inklusivvolumens 50 Mbit, also keine wirkliche Drossel nach den 999 GB. Es gibt einen Basispreis. Das ist der Preis wahrscheinlich, wenn ich die Flatrate nicht gebucht habe, wenn ich eben nicht diese 70 Euro alle 4 Wochen einwerfe, dann falle ich eben zurück in diesen Basistarif. Das werde ich dann auf jeden Fall auch sehen. Ja, dann geht es an die Aktivierung. Das Ganze funktioniert im Browser. Da geben wir jetzt erstmal die SIM-Kartennummer ein. Die muss man dann abtippen. Die steht da auf der SIM-Karte mit oben. Nummer prüfen, passt soweit. Jetzt geben wir noch die Rufnummer ein. Die steht natürlich dann auch auf der SIM-Karte. Geben wir das auch mal ein und dann gucken wir, wie es weitergeht. Ja, als nächstes die persönlichen Daten für die Registrierung. Hier muss man natürlich die Daten eingeben, die dann auch später für die Identifikation verwendet werden. Habe ich jetzt hier mal gemacht und ja, im nächsten Schritt geht es dann auch schon an die Identifizierung. Gibt es zwei Möglichkeiten, Postident oder Videoident. Videoident ist natürlich zu bevorzugen, weil das kann man direkt online machen und erledigen. Da lädt man sich dann so eine kleine App runter, bekommt hier noch so eine Referenznummer und ja, dann machen wir das mal. Für die Online-Identifikation, da gibt es eine kleine App, die nennt sich Identity oder Identity, die kann man sich da aus dem Play Store herunterladen, gibt dann seine persönlichen Daten ein, also den Nachnamen und die Referenznummer von der Homepage, klickt auf Aktivieren und dann kann man das Ausweisdokument auswählen, mit dem man sich jetzt hier identifizieren möchte, gibt verschiedene dazu Auswahl, nehmen wir mal Personalausweis, Ausstellungsland ist bei mir Deutschland und natürlich Videoaufnahmen muss man da erlauben. Das erste, was wir machen müssen, ist den Ausweis mal einscannen bzw. abfotografieren, dann kommt die Videoidentifikation und dann sind wir auch schon fertig, nachdem wir den Ausweis ein bisschen in die Kamera gezeigt haben. Direkt nach der Aktivierung ist das Ding auch sofort scharf geschalten. Da kommt dann eine kleine SMS. Das ist vielleicht auch ein Hinweis, dass der Tarif sofort losgeht. Die 4 Wochen beginnen dann sozusagen anzulaufen. Das Guthaben wird gleich abgezogen. Also wenn man das Ding erst später nutzen möchte, dann nicht gleich aktivieren, sondern erst, wenn man das dann wirklich braucht. In der App selber sieht man, es ist ein extra Prepaid-Tarif. Es gibt da den O2 Loop-Tarif und dann eben den O2 My Prepaid Max-Tarif. Und anscheinend kann man diesen Max-Tarif wirklich nur buchen, wenn man jetzt wirklich diese Prepaid-Karte hat. Interessanterweise kann man die anderen Internetpakete und Kombi-Optionen über die App dann buchen. Ich nehme an, das kann man dann machen, wenn der die 4 Wochen sozusagen mit dem Prepaid-Max-Tarif herum
sind. Also, das war mal die Aktivierung und Inbetriebnahme des O2 My Prepaid Max Tarifes. Lief ohne Probleme. Es kam recht schnell, wurde recht schnell geliefert. Dann auch die Aktivierung war problemlos und auch die Identifizierung war sehr, sehr schnell erledigt. Da hatte ich schon deutlich mehr Probleme mit anderen Anbietern, dass die Identifizierung da deutlich schwieriger war und langwieriger war. Ich habe auch nicht in der Warteschlange irgendwie warten müssen. Das ging alles sofort durch. Was mich ein bisschen überrascht hat, war, dass das Ding sich sofort aktiviert und scharf schaltet, dass die 4 Wochen sofort losgehen. Da hätte ich jetzt erstmal erwartet, dass ich das aktiviere und dann über die MyO2-App oder den MyO2-Bereich hier das Ding erstmal aktivieren muss und dann geht es los. Das muss man im Hinterkopf behalten, wenn man sich das Ding irgendwie bestellt und sagt, ich brauche zu einem bestimmten Zeitraum, brauche ich da einfach mobiles Internet, dass man dann die Karte erst aktiviert, weil dann eben die Sache erst losgeht, die 4 Wochen. Es hat soweit auch im Betrieb funktioniert das soweit ganz gut. Ich benutze das jetzt schon seit ein paar Tagen und kann sagen, dass O2 hier inzwischen ganz gut ausgebaut ist und solide Geschwindigkeiten bietet. Ich habe da mal verschiedene Speedtests gemacht. Kann man echt nicht meckern. Und ich habe mir jetzt gedacht, jetzt wo ich diesen Tarif jetzt eben habe und teste, da werde ich den die nächsten 4 Wochen, solange wie der Tarif läuft, halt als mein Haupt-Internet-Tarif mal nutzen und mal versuchen, alles über Mobilfunk zu machen. Weil einerseits interessiert mich, wie gut funktioniert es, gerade mit diesen ganzen YouTube-Geschichten, die Uploads und so weiter. Wie gut funktionieren Videokonferenzen, Homeoffice und diese ganzen Sachen. Das würde mich mal interessieren und das werde ich jetzt hier mal mit O2 einfach mal ausprobieren. Vom Traffic her, 999 GB, die werde ich wahrscheinlich nicht erreichen, weil das kriege ich ja selbst mit meiner DSL-Verbindung nicht hin, dass ich da drüber komme. Das heißt, ich werde das nicht hinbekommen, dass ich da, denke ich, die Drosselung irgendwie mal testen kann. Ansonsten funktioniert das soweit schon mal sehr, sehr gut. Bin da sehr, sehr zufrieden damit. Über den Preis kann man sich natürlich streiten. 70 Euro nach 4 Wochen. Das heißt, 13 Mal muss ich das im Jahr zahlen. Da gibt es deutlich günstigere Tarife, wenn ich da einen Vertrag habe, entweder bei O2, Freenet Funk oder eben andere Anbieter. Aber der Vorteil ist halt hier, es ist ein Prepaid-Tarif und den kann ich dann idealerweise eben nur dann buchen, wenn ich ihn wirklich brauche und habe da keinen Vertrag, sondern bin da eben entsprechend flexibel. Was ich schade finde, ist, dass man wirklich diese O2 My Prepaid Max Karte hier explizit kaufen muss, direkt auch das Guthaben hier zahlen muss, dass man nicht einfach das über die normale O2 Prepaid Karte buchen kann, dass ich jetzt zum Beispiel, ich bin einfach schon bei O2, hab da Prepaid und möchte diesen Tarif dann halt mal nutzen, 4 Wochen, dass ich dann nicht einfach das Guthaben aufladen kann und das nutzen kann. Das geht leider nicht. Ich habe auch mal eine Anfrage an O2 gestartet, eine Presseanfrage, habe aber keine Antwort erhalten, warum das so ist. Wahrscheinlich reichen dann die 2000 Follower hier an der Stelle nicht aus. Also, es gibt nochmal ein Update-Video, wenn ich das Ganze jetzt hier mal die 4 Wochen genutzt habe. Da werde ich dann nochmal ein kleines Resümee ziehen. Bis jetzt muss ich sagen, funktioniert das sehr, sehr gut. Genau, das war's, was ich zeigen wollte in diesem Video. Einfach ja die Bestellung, wie das Ganze funktioniert, die Aktivierung und wie das Ganze funktioniert. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, euer Andy vom eKiwi-Blog.